Ja, wie gesagt, auf der Messe sieht man ja vieles Neues, wie gesagt, PSA, technische Ausrüstung und natürlich auch diese kleinen Feinheiten, was man so auch beachten muss für den Einsatz, vor den Einsatz, während des Einsatzes. Melder, hallo. Und Einsatznavigation. Einsatznavigation auch, hallo. Hi. Feuerwehr Willi. Ich wollte mal kurz, ich habe gesehen, euer Stand ist mir aufgefallen. Also erstmal sehr schöner Stand. Und weil ich gerade selber in meiner Feuerwehr, ohne jetzt Namen zu nennen, mit meinem neuen Hightech-DME, nicht von euch, der da gerade nicht so zufrieden bin, was gibt es jetzt aktuell? Das würde mich mal interessieren. Meldertechnik, oder? Richtig, genau. Meldertechnik haben wir auch. Fangen wir mal hier an. Navigator T3, okay. Wird durch die Leitstelle entweder über das Funkgerät oder über die digitale Alarmierung mit Koordinaten versorgt und navigiert dann automatisch zum Einsatzort. Kann darüber, also das heißt, das ist jetzt für einen Gruppenführer auf dem Beifahrersitz, der sagt, links, rechts? Eher für einen Maschinisten, weil der fährt ja. Aber ja, okay. Da auf dem Bild siehst du ja auch die Navigation dahin. Die Navigation startet automatisch mit dem Auftrag durch die Leitstelle im Zuge der Alarmierung. Man kann das Digitalfunkgerät mit darüber bedienen. Ich kann sagen, ich fahre los, Status 3, ich bin am Einsatzort angekommen, Status 4. Da würde mich mal interessieren, da könnt ihr mal kommentieren, wer von euch guckt aufs Navi? Der wirklich der Maschinist, der Fahrer oder der Gruppenführer? Weil ich weiß nicht, ob der Fahrer mit dem Sondersignal schon so viel zu tun hat, dass er meistens gar nicht weiß, wo lang soll. Würde mich mal interessieren, das schauen wir bitte in die Kommentare, weil ich hätte das jetzt für den Gruppenführer gesehen. Finde ich aber interessant, deshalb ja. Auch Willi will ja mal dazulernen. Okay, ihr habt sowas und? Aber vom Meldeempfänger? Genau, weil den hat man, das ganz normale, ich sag mal, Standardmodell, nenne ich es jetzt mal, hatten wir vorher. Und ich hatte überall Netz. Richtig. Also die waren gut. Die sind gut, klar. Aber die sind besser. Weil? Die haben eine aktive Rückmeldung. Da kannst du sagen, hey, ich komme zum Einsatz und die Leitstelle bzw. im Gerätehaus kann man gleich sehen, wie viele Kameraden sind auf Anfahrt. Wer ist auf Anfahrt? Welche Qualifikation hat derjenige? Das muss hinterlegt sein. Aber das kann das jetzt jeder sehen oder gibt es einen für den Gruppenführer und einen für alle? Oder kann theoretisch kann das jeder Kamerad kriegen. Und damit kannst du diese Rückmeldung sehen. Die Leitstelle sieht zum Beispiel, es kommen nur drei Kameraden zum Einsatz in dieses Gerätehaus. Keiner davon ist Maschinist, also wenn die nicht losfahren können, kann die Leitstelle gleich die nächste Feuerwehr alarmieren. Und so entsteht zeitlich so richtig automatisches Netzwerk an digitalen Meldeempfängern, wo ihr dann sagen könnt, kannst du gleich auswerten und taktisch nutzen. Ist vielleicht jetzt spontan, da müssen wir vielleicht mal in Ruhe drüber reden. Aber können wir irgendwie mal irgendwann mal vielleicht mal so einen Melder mal vorstellen, wie man den einstellt, was man da machen kann und so klicken? Weil das ist ja schon ein bisschen aufwendiger, glaube ich. Ne? Das ist definitiv aufwendiger. Also das würde ich gerne mal, wenn es für euch in Ordnung ist, vielleicht kann man mal irgendwie mal nach der Messe oder so mal sich so einen Melder mal in Ruhe mal angucken. Also wahnsinnig spannendes Thema und total unterschätzt, weil ich habe echt das Problem, dass ich manchmal nicht alarmiert werde, weil ich gar kein Netz habe. Ja. Das ist wirklich. Und da gibt es auch Ladestationen mit Antennen und dann trotzdem. Ne? Das hatte ich vorher nicht. Gibt mal auch Melder, die redundant alarmieren, entweder über das Alarmierungsnetz oder auch über SIM-Karten, die drin sind. Okay, naja, gut, aber interessant. Aber wie gesagt, schön, dass ihr da seid und gucken wir mal weiter. Nein, vielen Dank. Na klar. Schauen wir mal weiter, was es noch so gibt. Wo da rennt der Kurs sogar mit. Das ist gut. Oh, jetzt ist es. Action Days. War ich selber schon dabei, gibt nichts Besseres. Richtig geil. Feuerwehr Laatzen. Da war ich dabei. Richtig gut. Ach komm, wir beide. Wie kann man nur so gut aussehen? So unverschämt gut aussehen. Guck mal. Liegt das an der Firma, wo du arbeitest? Wo arbeitest du überhaupt? Da liegt ja, weiß ich nicht. Wo arbeite ich? Oh, guck mal. Steht da Feuerwehr Willi oder? Ja, das ist hier der Innenminister aus Sachsen. Den sehr sympathisch, man habe ich gestern schon kennengelernt. Ja. Beste Grüße an die Kameradinnen und Kameraden. Okay. Danke, danke. Schön, dass Sie da sind. Oh, das hört man gerne, weil gesagt, aber ohne politische Unterstützung geht es nicht. Die ist hier voll vorhanden, wie ich mir bekomme. Deshalb vielen Dank, dass Sie so sind, wie Sie sind. Auf der Messe. Man hat natürlich viel, es gibt viel, natürlich viel Fahrzeugbau. Es wird viel an Feuerwehrzubehör verkauft. So links und rechts, wir werden nachher nochmal die Stände ein bisschen durchgehen. Ja, ich sehe gerade Systemtrenner gibt es hier. Alles Mögliche. Ne? Was ich toll finde,
sind so Neuigkeiten, neue Sachen, Innovationen, meistens so von technischen Universitäten. Und das haben wir zum Beispiel hier. Wir können ja hier mal kurz gucken. Hier sieht man zum Beispiel so ein, ich nenne es mal Pappfeldbett. Muss man kurz sagen. Also regenerative Stoffe drin. Hallo, alles. Hi. Hallo. Hi. Grüß dich. Ganz kurz was sagen, was ihr hier macht. Ist wieder. Genau, wir machen hier nachhaltige Feldbetten für die humanitäre Hilfe, den Katastrophenschutz. Alles aus recycelbaren Materialien. Also man kann das auch in die Altpapiertonne ganz normal schmeißen, ohne irgendwie separat was zu recyceln. Und das ist aber Holz, ne? Genau, da ist Holz zwischen. Demnächst auch noch Weltpapier. Also da haben wir auch gar keine Probleme mit. Und ja, Stabilität ist auch gar kein Problem. Nicht ohne Probleme auch draufstellen. Auch eben? Ja, in der Zeit die Bespannung. Ne? Da wollen wir es ja auch bequem haben, deswegen würde ich da jetzt ein bisschen durchsacken. Okay. Aber es war aber gar kein Problem. Nee, aber wie gesagt, ist auch interessant, dass du weißt, dass es sowas gibt. Es ist halt interessant. Ich finde es toll, dass ihr was Neues macht. Ja, und es ist auch nur wasserbeständig, ne? Genau. Also, das war meine erste Frage. Also, was ist, wenn es regnet? Gar kein Problem. Also solange es jetzt nicht so tief im Wasser steht, haben wir da gar keine Probleme mit. Aber da hätten auch jedes andere Feld mit Problemen wahrscheinlich. Also ich sag mal so Morgentau, Feuchtigkeit oder was? Haben wir mehrere Tests schon gemacht mit, auch, wo sie einfach auf Rasen stehen und haben wir bis jetzt keine Probleme mit gehabt. Super. Vielen Dank erstmal. Wir gucken weiter. Ja, danke. Aber wie gesagt, das ist so... Gaswarngeräte, ist klar. Gerade wenn CO oder irgendwelche giftigen Gase vorhanden sind, ist schlecht. Also es ist viel mit Detektion. Genauso wie ihr kennt ja ABC-Lagen, ne? Atomare, biologische, chemische. Ne? Und das atomare Thema gibt es ja auch. So eine Art, ich nenne es jetzt mal Geigerzähler. Sind Messgeräte halt für die atomaren Strahlung. Ich denke mal, es ist ganz wichtig zu wissen, womit man da zu tun hat. Ja, Fahrzeugbau, Schlingmann. Ne? Herrlich, sag ich mal. Sehr schön. So, ja, also ich sehe irgendwie, man vermisst ja eigentlich nichts, weil wir nehmen Atomare, wir nehmen Gassachen, wir nehmen hier chemische Schutzanzüge, ne? Also schon toll, also sehr vielseitig, hier geht es um Höhenrettung, ne? Also ihr kennt das Video von mir von der Bockleiter, hier sehen das halt die andere Variante, die man halt als Korbleiter einsetzen kann oder zum Sichern, Schachtarbeiten. Sowas wird man hier wahrscheinlich anfinden. So, wo wir jetzt hingehen, gehört auch dazu und betrifft Feuerwehr in dem Maße so ein bisschen mehr. Weil hier geht es um die Bekleidung für Feuerwehren, für Fördervereine, für Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr, Einsatzherr privat und so weiter. Und hier, also gehen wir kurz mal hin, spontan, Feuerwehrtextildruck. Warum sind die so besonders? Ganz klar, hallo junge Frau. Hi. Die haben natürlich ein T-Shirt von Feuerwehr. Wo ist das T-Shirt von Feuerwehr? Außer das. So, ne? So war das Bild. Also, die machen die T-Shirts, diese Shirts gibt es hier zum Kauf. Nur so mal ganz kurz. Jetzt kommen auch noch andere T-Shirts. Aber soweit der Werbeblock. Ah, Feuerwehr, die mag ja richtig schöne Spielzeuge. Die Bergwacht. Ne? Und hält das Gummi. Da muss man hoffen. So, genau, schauen wir mal hier mal weiter. Ja, wir sind jetzt hier in Halle 4. Halle 4 ist so das technische Paradies. Thema Wasserrettung. Ne? Super, das habe ich noch gar nicht gesehen. Also ich muss dazu sagen, ich komme nicht viel von meinem Stand weg. Aber es ist mal wirklich interessant zu sehen, was hier so alles gibt. Wir haben Firma Dönges. Oh. Kennt ihr auch? Also ich habe ja viel mit Dönges Produkten schon zu tun gehabt, getestet und hatten wir auch vor meinem Feuerwehr-Video schon immer genutzt. Ja, hier war ich schon mal, wer die Instagram-Story kennt. Hier habe ich schon mal. Hier habe ich schon mal mit Steven. Hallo, guten Tag, ich wollte nicht stören. Gut besuchter Stand. Ich habe ja gerade mal kurz am Rand, ob ihr wisst. Genau wie mit den Handschuhen und Einsatzkleidung. Stiefel ist auch das A und O. Muss aber jeder selber gucken. Nicht jeder ist der teuerste Stiefel, der beste. Man muss einfach anprobieren und sagen, passt. Ne? Ist ja kein Alter, ihr wisst ja, dass ich das zum Beispiel trage. Aber es ist halt, muss aber schon immer. Hat er so,
Hallo. Ich bin sehr schön. Ich bin ein treuer EWS-Kunde und Fan. Ja. Freue mich, dass wir uns mal persönlich nochmal treffen. Willkommen auf dem Stand von EWS auf der Florian 2019. Ja. Und so wie ich gehört habe, was Sie gesagt haben, tatsächlich eine sehr interessante Messe, auch gut besucht. Und wir hatten gerade Kunden, wo wir ein für heute schon Abschluss wieder mit Feuerwehrstiefeln machen können. Und dafür sind Messen da. Ja, ist das schön. Ja. Freut mich und für Sie. Mensch, ich sehe, was haben Sie an? Trägt sich gut. Wie, was? Ach, das ist ja... Ja, muss ich ja mal haben Sie gleich gesehen? Darf man. Ich erkenne, und wenn man mal den Schwenk macht, die Dame trägt auch den Dynamic Safety. Dass sie mit der gesamten Crew da sind. Wir sind gerade angereist, wir haben jetzt ganz schnell mal eine Runde gedreht über die Messe. Sehr und, schön. Sarah, magst du mal kommen? Wenn du schon mal auf der Rettmobil schon mal ein bisschen rumgespaßt wird mal dabei. Du hast ja einfach rumgespielt, das ist nicht abgesprochen. Welchen denn? Pink. Oh, der Pink Fire. Das ist natürlich unser Alleinstellungsmerkmal für Frauen, das muss man schon sagen. Und den haben wir sogar mit dabei, ja? Den kann man sich anschauen. Den kann man sogar mal anprobieren. So, wenn jetzt Sarah den mal in Ruhe anprobiert und du weißt noch nicht, was sie gleich erwartet, können wir ja schon mal weiter gucken. Genau. Wir lassen einfach mal jetzt mal hier kurz. Okay. Und ich denke, Alex hat auch mal kurz mitgucken. Weil Alex ist ja mit dem Stiefel nicht aus. Ich lasse euch beiden Damen mal hier und wir gehen schon mal weiter, aber ich will mal ganz kurz zu Dünnis rüber gucken, was da an aktueller Technik ausgeschaut hat. Viel Spaß. Wir gucken weiter. Während die beiden Damen jetzt hier gerade die Stiefel anprobieren, wollte ich hier gegenüber auf den anderen Stand mal gucken. Firma Dönges ist hier im Ausstellen. Man sieht, der Fokus liegt hier heute bei der Ausstellung mehr so im Bereich Beleuchtungstechnik. Ne? So, hallo. Hallo. Feuerwehr-Willi. Ja, wir kennen uns. Wir kennen uns. Bekannt aus Funk und Fernsehen. Bekannt aus Funk und Fernsehen. Ja. Ich wollte mal fragen, was machen Sie jetzt auf der Messe? Was machst du? Waren wir eigentlich beim Du? Wir können Du sagen, ja. Okay, ja, okay. Ja. Also, bei der Feuerwehr, ne, auch die Zulieferer stellen sich darauf ein, dass wir uns in der Feuerwehr duzen. Deshalb André. Ja. Klaus. So, was macht ihr denn auf der Messe? Habt ihr denn schon, wo liegt denn der Fokus? Ihr beleuchtet habt ihr ganz viel interessante Dinge? Ja, der Fokus liegt nicht unbedingt auf einzelnen Produkten, sondern wir haben ja eine sehr breite Produktpalette. Ja. Und wir können leider nicht unsere ganze Produktpalette zeigen. Dann müssen wir die ganze Halle hier vollstellen. Das geht nicht. Und deswegen müssen wir uns auf bestimmte Produkte konzentrieren. Klar. Und da jetzt die dunkle Jahreszeit anfängt, haben wir gesagt, wir müssen natürlich ein bisschen auf die Beleuchtung gucken. Ja. Wir haben unsere neuen Reflexleitungsroller mitgebracht. Die sind relativ. Ach so, diese leuchtenden Dinger, die ja, genau, ah, ja. Die eben mit reflektierendem Kabel. Ja. Und wir haben einfach ein Spektrum der neuen Produkte mitgebracht, die vielleicht am Markt noch nicht so bekannt sind. Ja, ich sehe gerade hier schon, ist ja so ein kleiner R2D2, nenne ich es immer. Ja. Ne? Also Industrie. Das ist unser Stecker in Staubsauger, ne? Ja, das ist ja eigentlich der druckwasserdichte Stecker, der bei der Feuerwehr üblich ist. Genau, aber sieht man schon, ist nicht der vom Haushalt, ist schon ein anderer, ne? Ist ein bisschen andere anderer, Zielgruppe. Ja, ja. Und was haben wir denn hier Schönes? Das ist ein Kaffs-Löschgerät, also kann man auf den Rücken tragen mit Hochdruck. Was heißt das denn, die Abkürzung? Mit Hochdrucklöschen. Kaffs? Weiß ich nicht. Ich kenne das nur unter Kaffs. Okay. Ja. Also Hochdrucklöschen, das heißt, hier ist Wasser drin? Da ist Wasser und Schaum drin. Und hier ist die Druckpatrone. Die Druckpatrone, genau. Also ich sag mal, wie früher hier beim... Machen wir jetzt hier mit Druck. Genau. Und mit können Druck. Jetzt hier einmal... Genau. Und können dann eben auch leicht Schaum weit werfen. Und schnell. Und wir sind natürlich damit sehr mobil. Weil du kannst dir da am Rücken nehmen und loslaufen und dann geht's. Super. Okay, also das Kaffs. Dann, wir haben natürlich unseren Akkulüfter da oder den Remfen Akkulüfter. Akkulüfter, wo ist der denn? Ach, da vorne. Oh ja, den habe ich schon einmal gesehen. Bekanntes Teil, weil man auch die Akkus irgendwie tauschen kann oder mit trotzdem Strom betreiben kann und so. Du kannst die Akkus im laufenden Betrieb wechseln, weil der hat zwei Akkus. Du kannst also die Akkus im laufenden Akkubetrieb auch wechseln. Der kann natürlich auch mit Netzanschluss laufen. Hat mit zwei Akkus bei maximaler Leistung 45 Minuten Laufzeit. Beleuchtung integriert, Wassernebler ist integriert. Was hat er integriert? Ein Wassernebler. Wassernebler ist das? Ja, also wir können Wasser anschließen und können dann das Thema angucken. Das Wasser, genau hier, da ist der Wasseranschluss. Ah, okay. Okay, dann einfach nur ganz normal einen Dora-Anschluss. Genau. Und dann, okay. Und dann eine Schnellkupplung und dann. Wasser wird dann vernebelt und vorne durch die Luft natürlich dann nach vorne gebracht. Okay, höhere Kühlwirkung. Ja, genau. Genau. Super, tolles System.
da müssen wir uns nochmal unterhalten, da will ich euch nochmal vorstellen. Das finde ich sowas finde ich sehr interessantes, wichtiges ja. Thema. Schaumaufsatz gibt es auch dafür, um Leichtschaum zu produzieren. Ach, Leichtschaumaufsatz, wow. Ja. Ja. Auf das Video freue ich mich schon. Alles dabei. Ja. Okay, wir telefonieren nach der Messe, ich gucke weiter. Ja. Ja. Vielen Dank für die Infos. Gerne. Super Stand auch, sehr schön. Naja, und was er schon sagt, ne? Der Katalog hat nicht umsonst so ein Gewicht. Also Firma Dönges hat schon viel im Sortiment. Ne? So. Wollt ihr mal vorbei? Also. Es gibt natürlich. Alle durchs Bild. Ja, ist das schön. So. Ja, hier gibt's. So. Hey, komm mal vorbei.